Es ist so einfach. Man atmet ein, dankt und atmet wieder aus. Das heißt, wenn wir den Raum zwischen Ein- und Ausatmen mit Dankbarkeit füllen, egal was gerade ist, dann entsteht just in diesem Augenblick ein Feld, ein energetisches Feld. Und dieses Feld macht auf, dehnt aus und lässt alles heraus, was wir den ganzen Tag über vielleicht festhalten haben, in Form von Groll, Gram, Ärger oder sonstigen Dingen. Und gleichzeitig macht es auch auf, um das, was man vielleicht landläufig freie Energie nennt, aufzunehmen, weil man einfach festgestellt hat, dass Menschen, die im Freien sind, weniger essen, weniger trinken und trotzdem vitaler sind, weil wir einfach mit der Erde verbunden sind. Wir kehren daher, wir sind Erdlinge. Drum heißt ja Birthday auch der Earth Day. Also wir schreiben das nur falsch, beziehungsweise das haben wir irgendwann einmal gelernt, mit I zu schreiben. Es ist ein Erdungstag. Das ist der Tag, an dem wir uns erden. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir mit der Erde verbunden sind. Und je höher im Hochhaus dein Büro ist, umso sicherer kannst du sein, dass du enterdet bist. Und das hat zwar was mit Karriere und Hierarchie und ganz oben zu tun, aber halt leider nichts mit Erden und mit Menschsein. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erde, buddelt im Boden, grab irgendeine Gattel um, wenn du am Balkon draußen ein Stück Erde hast, leg die Hand rein, fühl die Erde, riech die Erde und sei dir bewusst, du bist Erde. Auch viel Braun tragen ist zum Beispiel auch eine schöne Geschichte, wie man sich erden kann. Werde Erde und freue dich des Lebens, einatmen, dankbar sein, ausatmen.